Die Leute fragen mich manchmal, wie war das damals, als du Muslim geworden bist, 1995. Und ich sage immer, die schönste Sache war, dass es kein Internet gab. Und dazu stehe ich auch. Man denkt heute, ohne Internet, wie habt ihr denn ohne Internet was über den Islam gelernt? Heute kann man ja alles googeln, ja, das ist richtig, aber zum einen bin ich mir nicht so sicher, ob man wirklich so viel auf diese Art und Weise über den Islam lernt. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass man damals automatisch in einer Community eingebunden war. Es gab keine Alternative, man hat auch danach gesucht. Man kam gar nicht auf die Idee, die wichtigsten Fragen über das Internet zu klären, weil es eben kein Internet gab. Wenn einem etwas auf dem Herzen lag, musste man den Weg in die Moschee gehen. Eine Alternative gab es nicht. Und mir hat das damals unglaublich geholfen. Also ich bin froh, dass es damals keine Internet-Fragerunden gab. Denn sonst wäre ich vielleicht auch auf die Idee gekommen, dort meine Fragen zu stellen. Aber ich habe die dem Imam bei uns in der Moschee immer gestellt. Und der kannte mich. Er wusste, wen er vor sich hat. Er wusste, ich bin gestern konvertiert. Er kannte meine persönliche Situation. Er kannte auch mich. Ich war ja in der Community. Ich war ja da in der Gemeinschaft eingebunden. Und deswegen hat er mir manchmal Fragen auf eine bestimmte Art und Weise beantwortet, wie er das vielleicht nicht bei jedem getan hätte. Und das ist das, was heute so unglaublich fehlt. Man braucht irgendwie einen Ort, wo man in einer Gemeinde eingebunden ist. Das Internet ist nicht im Mindesten ein Ersatz dafür.